wie sieht meine Rüstung aus? Meine Rüstung sieht noch gut aus. Rüstungstechnisch, pass mal auf, wir machen das mal so. Wir haben jetzt ja die Enderkisten. Also das mit der Kiste, da geht mir echt auf den Sack. So, jetzt gehen wir in den Nether noch nicht. Wir gehen erstmal nach unten. Nach unten. Hier hin. Und gucken uns da mal die Welt an. Hey, Welt. Scheiß hier. Hab ich schon mal gehabt. Da wollte ich Minecraft fast aufhören. Oder mit Minecraft fast aufhören. So, ich weiß jetzt nicht, haben wir wieder irgendwie so einen tollen Bug, dass wir ins Unendliche fallen? Also, pass mal auf, wir machen mal eins. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir hier ins Unendliche fallen werden, wenn wir in das Portal gehen. Und das wollen wir ja nicht. Okay, hier schon mal nicht. Wir lassen aber mal eben flugs den Creative-Modus, weil das kann auch auf der anderen Seite passieren. Schon im Creative-Modus sind, mit dem Fliegen geht ein bisschen schneller. So, zack, hier wieder durch. Nein, alles klar, wir sind im normalen Modi geblieben, also stellen wir wieder auf Survival. Und den bitte aus. Danke. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, ich, alter Horst. Horst. Ist Holz oder so. Schade. So, was haben wir hier jetzt drauf? Hier haben wir die Haltbarkeitsspitzhacke drauf und mit der geht's dann hier auch erstmal raus. Jawollingen, ist richtig, Alter. Geht ja gleich gut los. So, nun ist das Problem ja, ich war hier schon mal in der Höhle mit dem ollen Levane. Das hatte ich, glaube ich, auch mal erzählt, dass wir hier schon mal drin waren. So, dann kommen da keine Monster rein. Das Gute daran ist, ich habe alles vergessen. Na, wir waren hier zwar schon mal drin und haben hier schon mal ein bisschen umgeguckt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Einfach? Gut. Weil einfach ist. Wir waren hier halt schon mal drin, aber ich habe alles vergessen, alle Wege und alles, was es hier zu holen und zu gucken gibt. Nein, das war die falsche, das ist die Behutsamkeit. Mit der Behutsamkeitsspitzhacke wollte ich das doch machen. Ja, hier, achso, da geht's schon hoch. Oh mein Gott, wie kriege ich denn jetzt? Ich habe ja noch gar keine Cobblestones und nichts. Ich wollte das Wasser hier gerade mal abstellen. Das Holz und so weiter, das werden wir uns auch noch mal hier, glaube ich, stellenweise einverleiben. Und da haben wir schon die erste Kiste. Und den ersten Zombie, der irgendwo runtergefallen ist. Kobbel. Warte mal, den Kobbel packen wir mal dahin. Die können ins Inventar. So. Oh, Skelett, Zombie. Was denn nun? Alles zusammen. Komm her, du. Komm her, hier. Aufs Maul. Zack. Gib mir die EP. Geht doch. So. Scharfschütze. Scharfschütze Trivolo. Yeah. Und ein noch. Bam. Und tot. Der hat einen Bogen gedroppt. Und jetzt weiß ich nicht, die waren doch früher nicht. Die waren doch sonst nicht animiert, oder? Waren die animiert? Jetzt mal ehrlich, waren die Bögen animiert? Das ist doch neu, oder? Ist mir das nie aufgefallen. Keine Ahnung. Wir nehmen es mal einfach mit und dann gucken wir mal, was in der Kiste ist. Lapis, Kürbiskerne und Kohle. Sauber. Bogen austauschen gegen Axt. Kiste, kommt mit. So, eigentlich sind wir in erster Linie hier in der Höhle, weil wir auf der Suche sind nach Redstone und Diamanten und Kisten und Dungeons. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit den Dungeons, ob ich jetzt eigentlich schon die Möglichkeit habe, an diese verzauberten Bücher ranzukommen. Ups. Wäre ja mal interessant, so ein verzaubertes Buch. So ein verzaubertes Verzauberungsbuch. Was leuchtet da hinten denn? Ach so, so eine komische Fackel mit so einem Beleuchtungsbug. Ja, wo kommt das Wasser jetzt her? Ich will das Wasser gerne hier abklemmen. Noch höher. Ich wusste es. Nein. Aber nur, weil ich noch keine Kobbelstones. Weil ich keine Stones in der Tasche habe. So. Ja, neues Hobby von mir, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Habe ich mir jetzt irgendwie so angewöhnt. Ich gucke mir jetzt neuerdings gerne Videos an, wo Leute verarscht werden bei Chatroulette. Ich weiß nicht, kennt ihr Chatroulette? Also ganz ehrlich, ey, das ist ja wohl scheinbar wirklich die Plattform für Verbrecher und, weiß ich nicht, Perverse. Das ist ja ekelhaft. Chatroulette. Bäh. Widerlich.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon ein Video gesehen und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele fremde Menschen. Nee, nicht Menschen, sondern männliche Geschlechtsorgane gesehen. Geschlechtsteile, wie auch immer. Wie in diesen Videos. Das ist ja widerlich. Knack. Ja, leider der alte, der neue Sound, nicht der alte. Schade eigentlich. Aber das funktioniert noch nicht. Kommt noch. Bestimmt. So typisch Höhle, ne? Also, wir werden uns hier. Alter, ohne Waypoint, ohne alles. Ey, und rausgraben würde hier ja auch nicht mal was bringen. Hier geht's nicht schon wieder los. Die Luck Parade. Nicht die Love Parade, sondern die Luck Parade. So, pass mal auf, das Wasser klemmen wir mal auf die Art ab. Aus ist es. Das Wasser hier könnte ein bisschen tricky werden. Egal, müssen wir da überhaupt runter? Meine Güte, was ist denn hier jetzt los? Mal gerade auf die FPS gucken. 102. Merkwürdig. Und da. Der Kamerad ist da. Die. Ah, sie ist ja gar keine Schere gebaut. Gebaut vor allem. Mitgenommen. Wie wär's denn mal damit? Mal die ganzen alten Scheren aufbrauchen. Ne, wisst ihr was? Da bauen wir uns doch mal. Wir haben ja das. Das gute Eisen. Obwohl, wir könnten jetzt auch. Da wir jetzt hier schon ein bisschen Eisen abgebaut haben, dann brauchen wir nicht an die Eisenblöcke rangehen. 4x Kohle haben wir. 8x Eisen haben wir. Jo, gehen wir erstmal. Gehen wir nochmal rein in unsere alte Runkelhütte. Nein, gehen wir aber nicht sofort rein. Boah. Junge. Was macht der denn da? Hat er sich festgebackt oder. Weiß er das auch noch nicht, was er da will? Das ist auf jeden Fall tot. Er ist tot, weil er gestorben ist. So, wir brauchen hier Holz. 6-mal. Holen wir uns hier einfach mal raus, weil dann können wir da hinten nämlich gleich eine Tür einbauen. Die Tür. Aber das hatten wir schon. Mit die Tür. So. Dann gehen wir hier mal und machen mal hier. Ah, da ist die U-Bahn wieder durchgekommen. 8-mal Eisen. Hier einmal nein. Ah, nein. Ja, einmal hier. Zack. Und dann hier. Und dann falsch rum. So rum. Jo. Ah, was soll das denn? So. So. Okay. So. 2-mal Eisen ist fertig. Fertig. Und mal wieder eine neue Schere, weil wir haben noch nicht genug davon in der Ausrüstungskiste. Ich weiß, ich glaube, 8 Stück oder so sind da drin. Keine Ahnung. Ich habe den Überblick verloren über meine ganzen Items. So, aber hier irgendwie ist die Höhle doch verhältnismäßig unspektakulär bis hierhin. Keine Dungeons, kein gar nichts hier. Was ist los hier? Können wir hier. Ich freue mich über jeden Zombie. Weil das gerade so langweilig wird. Oh. Höhlenspinnen. Das sind echt. Das sind wirklich Höhlenspinnen. Das bedeutet doch, da unten muss irgendwo rein theoretisch. Machen wir mal gegen die Behutsamkeitsmittag. Spülzhacke. Sprechen fällt schwer. Schon wieder so ein Diss gegen Leute, die stottern. Könnte man schon wieder falsch interpretieren. Warte mal, Kohle. Bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, Kohle bräuchten wir auch noch. Ich habe das noch nie ausprobiert. Was passiert eigentlich? Oder habe ich das schon mal ausprobiert? Wenn, weiß ich es nicht. Was passiert eigentlich, wenn man so einen Spawner mit Behutsamkeit abbaut? Na toll. Also, wenn ich das recht erinnere. Oh, ziemlich dunkel hier. Wenn ich das recht erinnere, wenn das funktioniert und ich den neu setze, dann dürften ja dann eigentlich nur Schweine spawnen. Irgendwie. Ach, da oben. Habe ich da irgendwo. Du mach zu hier! Geht doch. Oder nicht gleich. So, jetzt bringe ich die Fackel da oben an. Da, sag mal, das gibt's ja wohl nicht. Ich hab ihn hier getroffen. Und gleich nochmal. Nee. Zack, und aus ist der Laden. Das gibt's ja wohl nicht. So. Echt? Nein, ist nicht. Nein! So. Ja, komm. Egal. Weg hier. Ich wollte gucken hier nach den Spenden.
nach den vermutlichen Spinnen. So, die... Ach so, man kann sich jetzt... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der 1.4.6 schon implementiert ist. Oder ob das erst noch kommt. Man kann sich doch irgendwie jetzt Behutsamkeit auf die Stiere verzaubern. Dann kann man die... ach, guck mal, was haben wir denn da? Dann kann man sich doch die Spinnweben abbauen. Ah, guck mal da. Da haben wir schon die nächste Kiste. Und wir spielen ja nur auf einfach und nicht auf schwer wegen diesen Spinnen. Ach, dann würde ich die andere doch mal nutzen können. Egal. Wegen den Vergiftungen. Ihr erinnert euch irgendwie in einer längst vergangenen Folge, also wirklich ganz längst viel weit zurückliegend, da war ich doch damals in dem alten Minenschacht der alten Welt. Und da habe ich doch festgestellt, es gibt kein Mittel gegen diese, ne? Gegen diese Vergiftung. Und deswegen hatte ich doch gesagt, okay, komm, lass nach. Bringt nichts, wenn man hier an dieser Vergiftung stirbt. So. Oh, die Kiste ist... Oh, die ist ja gut. Oh, Junge. Minecraft. Was hast du da wieder gemacht, hä? So, was haben wir hier? Dreimal... Ne, neunmal Lapis. Ein paar Mal Kohle. Melonenkerne. Kürbiskerne. Keine Diamanten. Na toll. Machen wir hier mal kurz. Ich hörte ein merkwürdiges Geräusch. So, dann nehmen wir mal die Kiste mit. Im neuen Jahr wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Background-Musik geben. Vielleicht. Eventuell. Mal gucken. Hier ist ja gar nichts los. Hallo, Monster. Oh, das Gold. Das gute Gold werden wir gleich mal aus der Wand reißen. Und es ist hier bei mir immer dunkler und immer dunkler und immer dunkler. Das wäre jetzt der richtige Moment, um Slender zu spielen. Kennt ihr das? Slender? Don't Look Back und so? Die neuen Seiten? Oder nee, neun sind das gar nicht. Acht? Ich glaube, acht Seiten. Aber das Problem ist, ich wollte das Ding mal let's playen. Aber das Problem ist, wenn man das einmal gezockt hat, dann ist irgendwie der Gag weg. Und außerdem habe ich von vielen gehört, das muss man, sollte man... Oh, hier hau ich ab. Hier will ich nicht sein. Ich habe von vielen gehört, das sollte man mit Facecam let's playen. Das wäre um einiges witziger für die Zuschauer. Aber Facecam wird nicht kommen. Noch nicht. Vielleicht irgendwann. Aber nicht jetzt. Im Moment. Ich habe nämlich keine Webcam. Weil was soll ich damit? Was soll ich denn mit einer Webcam? So, hier ist ein bisschen dunkel. Da machen wir mal ein bisschen Licht. Und das Geile ist ja auch wieder, ich laufe hier auch wieder ohne Sinn und Verstand und weiß gar nicht... Alter, wir werden uns hier so arg verlaufen. Und das Problem wird sein, dass wir wahrscheinlich nicht so wie beim... Ich weiß nicht, kann man das sehen? Denn das ist ein Spawner. Cool. Den werden wir uns gleich mal holen. Das Problem ist, wir werden uns auch nicht wie beim letzten Mal wahrscheinlich noch oben rausbuddeln können. Weil dann stehen wir nämlich vor dem gleichen Problem. Was wir aber machen könnten. Wir könnten uns, sofern wir mal hier irgendwie auf der richtigen Höhe sind, könnten wir uns mal mit Redstone einen Kompass craften. Sag mal, das Zeug hat sich doch vorher nicht so gedreht, oder was? Ich bin schon out of Fackeln. Hä? Oh mein Gott. Hä? Hat er das gesagt? Hä? Was war denn das? Ich war jetzt ja voll erschrocken. Wie geil ist das denn? Oh, zwei Diamanten. Wir werden sterben. Kohle, nee, Gold und all so ein Quatsch hier. Komm, reißen wir ab. Krieg ich nochmal einen Zombie? Ich will nicht... Hier haben wir Eisen drin, Kakaobohnen und ich habe die Taschen voll. Na toll. So, komm her, hier. Ich will das jetzt nochmal. Nee, die hat er nicht genommen. Der hat doch eben die Stöcke in die Hand genommen. Aber die Axt nicht. Okay. Wie scheuert ist das denn? So, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Jawohl, ein bisschen was geht. So, hier machen wir mal den... Was ein Geklingel. Einfach mal, aber das sieht cool aus.
Ist cool regeneriert. Oder generiert. Nicht regeneriert. Generiert. So. Haben wir hier irgendwas, was wir hier vielleicht mal in die Ecke werfen können? Ja, hier kommen den alten Steinziegel. Achso, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz. Spinnenaugen braucht auch kein Mensch. Kies habe ich, glaube ich, auch noch genug von in der Hütte. Und dann nehmen wir mal die Kakaobohnen mit. Das Redstone-Gedöns. Das. Und dann hacken wir das einfach mal kaputt hier. So, haben wir noch einen freien Platz? Nö. Was wir einmal machen ist, damit der Bogen sich gelohnt hat. So, und dann wie immer das alte Ding mal auseinanderrupfen, weil Most Stone, denke ich mal, werden wir noch ein bisschen was brauchen können. Ne, für unser altes Braulabor oder Chemielabor, wie auch immer man das nennen möchte. So. Ja, einen festen Vorsatz fürs neue Jahr habe ich mir genommen. Das auf jeden Fall. Ich möchte mal... kann man das eigentlich so sagen? Ja, ich meine, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr... oder ein bisschen... Ja, wie wollte ich das jetzt sagen? Halt... Ich habe immer das Gefühl, dass in meinem Let's Play ein gewisses Maß an Professionalität fehlt. Also ich habe mir fest vorgenommen, sollte dieses Maß fehlen, dieses Maß mal ein bisschen aufzufüllen. Maß. Vielleicht mal wieder ein bisschen weniger andere Let's Player zitieren, rezitieren, wie auch immer. Und mal wieder ein bisschen mehr aufs eigene gehen. Weil irgendwie habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich doch arg einige Let's Player kopiere. Und wenn ich schon das Gefühl habe, dann möchte ich nicht wissen, wie es bei euch aussieht. So, da die Taschen voll sind, werden wir uns hier, glaube ich, mal erstmal wieder zurück in die Hütte auf den Weg in die Hütte machen. Also nicht in die Hütte, sondern hier in unser kleines verkacktes Domizil. Werden mal ein bisschen was ausladen. Ich wollte mir eigentlich, ich habe noch extra den Trank der Stärke mitgenommen. Den wollte ich hier in der Höhle eigentlich mal verballern. Ein Schleim. Schleimiger Schleim. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich begebe mich jetzt nicht auf die Suche nach dem Slime. Denn dafür werden wir bald irgendwann mal den Slime-Keller haben. Okay, hier ist nichts. Ist gut. Hier hatten wir alles raus an Kohle. Hier ist schon wieder ein Zombie. Upsa. Ich wollte eigentlich Shift drücken. Da unten geht's noch weiter. Okay, das fängt alles an, doch ein wenig spektakulär zu werden. Ah. Okay, jetzt haben wir uns von dem Slime entfernt. Ich suche jetzt eigentlich eher die Hütte. Also unser Domizil hier. Ja, ist ja gut. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Ich glaube, der Weg ist soweit richtig oder richtig falsch. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ach, guck mal da. Hier ist irgendwo ein... Ah! Skelett gestorben. Es ist doch nicht gestorben. Aber der Zombie, der hat vorhin meine Sticks aufgesammelt. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. So. Nein. Ja. Wir schnappen uns in erster Linie Fackeln. Fackeln im Wind. So, die Kohle packen wir hier mal rein. Den Lapis. Radadadatsch, Kladderadatsch, Gedönse. Die 5 Truhen kann ich auch mal rein. Kürbiskerne. Redstone. Schienen, Melonenkerne, Fäden, Kakaopulver, das und die sowieso, die sind am wichtigsten. Und dann werden wir uns hier mal so kommen, hier, zack, Melone. Und in der Zwischenzeit werde ich mal einen Schluck Kaffee trinken.